Matthias lebt endgültig glücklich in zweiter Ehe mit seiner Traumfrau Katharina zusammen. Bei ihnen wohnt der junge Filmemacher Karl. Matthias verabredet sich mit seiner Schwester Lina zu einem Videomeeting. Nach dem Meeting erfährt Lina von Katharina, dass sie ein Kind von Karl erwartet. Weil sie die Verletzbarkeit ihres Bruders kennt, rät sie Katharina, sich möglichst rasch ihrem Mann anzuvertrauen. Karl kann sich in seine neue Rolle als zukünftiger Vater noch gar nicht hineinfinden. Aber er vertraut auf ein Wunder und das volle Verständnis seines Freundes Matthias. Katharina gesteht ihrem Mann, dass sie ein Kind von Karl erwartet und es auch haben will. Für Matthias bricht eine Welt zusammen. Sein Vertrauen in die Liebe von Katharina ist tief erschüttert. Hallo Matthias, bist ja schon da so früh? Ja, ich bin schon wieder da. Und, wie war's? Entwarnung, alles okay. Ich meine, wie geht's ihr? Blauer Fleck, nichts gebrochen. Und, Ja? Wie geht's dir? Ja, was glaubst du denn, wie es mir so geht? Matthias, ich wollte dir was sagen, aber ich weiß gerade wirklich nicht, wie es dir geht. Du bist anscheinend sauer auf mich. Ich habe mit Katharina gesprochen. Ich wollte es dir gerade sagen. Karl! Sowas macht man nicht. Man tut sowas nicht. Also, was wolltest du mir sagen? Ich will überhaupt nicht, dass dadurch die Beziehung... Ist aber passiert! Ich finde das gut, dass ihr zusammen seid und ich wollte euch überhaupt nicht auseinanderbringen in irgendeiner Weise. Du bist echt lustig, Karl. Du bist wirklich sehr lustig. Guck mal, in dieser Zeit, wo sie nach Australien ist, ja, und wo du ihr nachgetrauert hast, ja, da habe ich dir immer und immer wieder gesagt, sie wird zu dir zurückkehren, weil sie ist ein freier Mensch und als freier Mensch wird sie zu dir zurückkehren. Ach, und dann nimmst du dir die Freiheit mal eben, ja, oder? Ja. Guck mal, sie muss sich doch, sie ist doch mit dir zusammen und das hat überhaupt keine... Sag mal, was willst du mir überhaupt erzählen, verdammte Scheiße? Hinter meinem Rücken, vögelst du mit meiner Frau? Sag mal, hast du sie noch alle? Du bist nicht nur mein Schüler. Ich habe dich lange begleitet. Du bist mein Freund gewesen. Du bist mein Freund? Ja, dann macht Matthias. Man sowas nicht. Dann macht man sowas nicht. Was ist das überhaupt für eine Haltung? Was ist das für eine Verachtung? Guck mal, ich... Ach, Karl, Bullshit! Du bist doch keine 18 mehr. Da muss man seinen Johannes doch mal unter Kontrolle haben. Da kann man doch mal überlegen, was man tut, du Idiot. Muss man nur überlegen, wo man ihn reinsteckt. Echt, wenn du nicht so drollig wärst, ich würde dir ein paar in die Fresse hauen, das sage ich dir. Ja, dann hau mir halt ein paar in die Fresse, das ist okay. Wenn es dir aber damit besser geht von mir aus, aber ich meine, guck mal, du tust dir doch selber damit keinen Gefallen. Weiß ich noch nicht. Vielleicht probiere ich das mal aus. Ja, okay, dann schlag mich von mir aus, ich würde es auf mich nehmen, aber Matthias, guck mal, ich bin auf deiner Seite. Wenn ich damit meine, die Beziehung, ist das, guck mal, die Sichtweise. Matthias, guck mal, ich habe dir doch nicht dein Auto geklaut. Oder irgendeinen Gegenstand weggenommen. Weil ich meine, Katharina ist doch ein selbstständiger, freier Mensch und du bist auch ein selbstständiger, freier Mensch und ich bin auch ein selbstständiger, freier Mensch. Aber doch nicht in meinem Haus! Ja, ich weiß, es gehört mir hier alles nicht, aber ich hatte halt immer das Gefühl, dass... Hör mal, wir sind verheiratet. Katharina und ich, wir sind verheiratet. Du kennst unsere Geschichte, du weißt, was sie mir bedeutet. Du weißt das doch alles! Guck mal, ich habe drüber nachgedacht. Ach komm, du hast überhaupt nicht nachgedacht. Du reitest dich immer tiefer rein, wenn du auch noch behauptest, du hättest nachgedacht. Ich habe darüber nachgedacht, wie es wäre, wenn sie behauptet hätte und wir alle so getan hätten, als ob es dein Kind wäre. Und wäre dadurch irgendwas anders? Nein, es wäre überhaupt nichts anders. Was? Sag, wir sind doch hier nicht in irgendeiner Daily Soap. Was ist aber das denn für ein Schwachsinn? Aber stell dir doch mal vor, wie es wäre, wenn es
Ach so, Karl, hör auf mit dem Schwachsinn. Schluss. Du meinst, man kann das einfach machen, ja? Du meinst, man kann einfach mit der Frau seines Freundes vögeln und dann sagen, oh, pff, tut mir leid, dann na, sehen wir zu, dass wir es irgendwie umetikettieren oder was? Was ist das denn? Mann. Hast du dir mal überlegt, wo du jetzt wohnen willst? Wie dein Leben weitergeht? Wie du für das Kind sorgen willst? Ja, da solltest du mal drüber nachdenken. Wäre besser gewesen, du hättest dir das vorher überlegt. So, ich muss jetzt erstmal mein Brot essen. Ich reg mich schon wieder auf. Matthias, ich kann wirklich verstehen, dass du sauer bist. Du kannst verstehen, dass ich sauer bin, ja? Ja. Ja, dann war dir ja vorher klar, dass ich nachher sauer sein werde, ne? Das war es dir ja dann offenbar wert, ne? Sauer. Sauer, das ist überhaupt nicht Kategorie. Ja, ich weiß. Ich kenne das Gefühl, das du hast. Ich habe genauso... Du bist ein egoistisches Arschloch, das bist du. Wir sind alle egoistisch, aber wir sind auch alle nicht egoistisch. Sag mal, wir sind doch keine Hunde, die auf... Ich meine, man überlegt doch, was man tut. Man denkt doch nach. Ich meine, sicher, auf der einen Seite sind, was weiß ich, Emotionen, Triebe, Anziehung. Aber auf der anderen Seite ist doch ein Verstand. War mir gar nicht klar, dass du so auf Katharina stehst. Ist mir gar nicht aufgefallen, verdammte Scheiße. Warum passe ich denn da nicht auf? Aber wenn du sie wirklich liebst, dann akzeptierst du doch auch, was sie will, oder? Ich meine, sie ist nicht irgendein Haustier. Sie kann doch auch machen, was sie will. Ich meine, klar, ich weiß, dass wir alle in diesen scheiß Kategorien denken, aber ich glaube halt irgendwie, dass die Leute, wenn sie... Sag mal, willst du mit mir jetzt über freie Liebe diskutieren, oder was? Ja. Sag mal, ich finde das vollkommen unangemessen. Also wo hast du das denn jetzt her? Hast du dir das vorher zurechtgelegt oder was? Das habe ich schon die ganze Zeit im Kopf. Was hast du im Kopf? Die Utopie. Die Utopie? Ja, ich meine, stell dir doch mal vor, wie schön das wäre, wenn wir alle... Wenn jeder mit jedem, oder? Nein, wenn wir uns unterstützen würden gegenseitig, statt uns fertig zu machen in dieser Sache, weil ich meine... Jetzt ist doch auch ein ganz neuer Mensch auf dem Weg, ja, und dieses Kind, es hat überhaupt nichts mit dem ganzen Krach zu tun, den wir beide jetzt hier haben, ja, und ich meine, denkst du nicht, das wäre das Beste für diesen neuen Menschen, der da kommt? Ja, also, dann kümmere dich um dein Kind. Ja. Das ist eine sehr gute Einstellung, kümmere dich um dein Kind. Übernimm einmal in deinem Leben Verantwortung, sehr gut. Ich glaube, du wirst dran wachsen, viel Glück. Ja, aber du könntest es ja auch als dein Kind ansehen. Das ist nicht mein Kind. Ich habe Kinder, um die kümmere ich mich auch. Aber was wäre denn der Unterschied, wenn alle so getan hätten, als ob es dein Kind wäre? Alle, für alle Ewigkeiten und du wüsstest gar nichts davon. Die Wahrheit liegt doch auf dem Tisch. Wir wissen doch Bescheid, jeder weiß doch, wer der Vater ist. Es spielt doch gar keine Rolle mehr jetzt. Ja, aber für das Kind, also dem Kind ist es doch völlig scheißegal, ob es jetzt von dir oder von mir stammt. Karl, es ist nicht egal, ob du mit meiner Frau vögelst. Ja, aber auf der anderen Seite ist auch nicht deine Frau. Ja. Oh doch. Doch, doch. Ja, aber es ist auch nicht meine Frau. Also Katharina gehört niemandem, ja. Und du gehörst doch auch niemandem und ich gehöre auch niemandem und das Kind gehört doch auch niemandem. Doch, wir sind doch Schluss alle jetzt. Frei. Schluss! Du hast ja nichts mehr verloren. Wenn du aus Berlin zurückkommst, packst du bitte deine Sachen und verschwindest. Schluss jetzt. Aus. Ja. Schluss. Aber,
Willst du nicht nochmal drüber nachdenken? Aber du spinnst doch, du spinnst! Ja, du spinnst doch genauso, du machst gerade alles kaputt. Du verlierst Katharina, du verlierst einen Freund und du verlierst alles. Du bist nicht mein Freund. Jemand wie du ist nicht mein Freund. Ich habe immer ein offenes Ohr für dich gehabt, wenn du deine Probleme hattest. Komm, ich habe mir deine Probleme angehört, mein Lieber. Ja, wir haben uns gegenseitig unsere Probleme angehört. Komm jetzt, aus, Schluss. Ich will nicht mehr. Aber willst du nicht nochmal drüber nachdenken? Naja. Ich denke drüber nach. Ja. Hallo Lina, bin schon wieder in Frankfurt. Ja, war sozusagen falscher Alarm. Okay, wieso falscher Alarm? Mama hat einen blauen Fleck. Habe ich doch gleich gesagt. Ja gut, hast du gesagt, aber ich meine, es war ja vorher noch nicht klar. Nein, natürlich nicht, aber du musst wirklich aufhören, dich tyrannisieren zu lassen. Ja. Nee, da hast du schon recht. Das merke ich auch gerade. Nee, aber man wusste es vorher nicht. Übrigens, diese Nachbarin, die ist ja total nett, die Frau Rösinger. Kennst du die eigentlich? Nee, ne? Also die hat sich gleich um Mama gekümmert. Die ist sogar mitgefahren ins Krankenhaus und sag mal, das interessiert dich alles überhaupt nicht, habe ich das Gefühl. Ist doch jetzt nicht das dein Problem, oder? Also ich habe den Eindruck, das ist im Moment nicht das Wichtigste. Sag mal, bist du im Bilde? Nicht so ganz. Sag, würdest du mir bitte mal kurz sagen, was du über diese ganzen Vorkommnisse hier weißt? Du weißt, dass Katharina ein Verhältnis mit Karl hat? Ja. Seit gestern Abend, als du weggefahren bist. Sie ist schwanger. Ja, ich weiß. Sie ist schwanger von Karl. Ja, ich weiß, das ist mein... Das ist doch... Mein Gott, das ist doch, man muss doch nicht immer alles so dramatisch, das wirklich, tut mir leid. Hey, Matthias, ja, ich will... Ja, du bist Zuschauerin, ne? Dann kann ich mir schon vorstellen, dass du das lustig findest. Nee, jetzt versuch doch einfach mal, pass auf, versuch doch einfach mal, dich so 200 Meter hoch zu beamen und dann von oben nach unten zu gucken, ja? Du, das tue ich schon, das tue ich die ganze Zeit. Sonst würde ich ganz anders reagieren. Ich gucke mir das schon an. Okay, was ist mit Katharina? Ja, weiß ich nicht. Also, die Beziehung, die wir vorher hatten, existiert jedenfalls nicht mehr. Was, wieso das denn? Ja, weil sie nicht mehr existiert, weil sie auf einer ganz anderen Grundlage basierte. Auf welcher Grundlage basierte sie denn? Dass man sich vertraut. Wieso kannst du ihr jetzt plötzlich nicht mehr vertrauen? Ich kann doch nicht mehr wegfahren, ohne dass ich denken muss, sie vögelt mit anderen Leuten rum. Oh, Matthias, vögelt doch nicht mit anderen Leuten rum. Entschuldigung, mal, die vögelt mit einem Mann, den du total nett findest. Tja, umso schlimmer. Wieso denn schlimmer? Das ist doch viel besser, mein Gott. Ihr meint jetzt ernst, stell dir doch mal vor, die würde mit jemandem vögeln, der ein Arschloch wäre. Ja, dann wäre die Sache schneller vom Tisch. So macht sie zwei Sachen kaputt. Eine Freundschaft und eine Ehe. Wieso kaputt, hä? Wieso muss denn immer alles kaputt gehen, ja? Also, ich will jetzt gar nicht... muss nicht immer alles kaputt gehen. Was haust du denn für Sätze raus? Ja, weil das normal ist. Alle reagieren so. Würdest du bitte mal aufhören, dich zu echauffieren, ja? Also wenn, dann habe ich das Recht, mich zu echauffieren. Was bildest du dir eigentlich ein? Du hast mich doch gefragt. Hm? Ja, ich habe dich überhaupt nicht gefragt. Ich habe dich nicht gefragt. Misch dich nicht ein, das ist mein Leben.
Also sowas. Echt, also wirklich, das hilft mir überhaupt nicht. Klar, ich bin jetzt hier der Hahnrei. Ja, ich bin hier der lächerliche, hintergangene Mann. Aber wieso denn lächerlich? Mein Gott, du bist doch nicht lächerlich. Komm, es gibt doch nichts Lächerlicheres als einen betrogenen Ehemann. Sag mal, wieso steigerst du dich da jetzt eigentlich so rein? Hä? Ich meine, du hast doch früher immer all diese Lieder gehört hier. Konstantin Wecker, ja, genug ist nicht genug. Ja, oder lass dich fallen oder eine ganze Menge leben. Hä? Ja, da war überhaupt nicht die Rede, ja, von so komischem Treue-Denken. Hör mal, ehrlich, ich bin keine 17, ich bin keine 20 mehr. Ja. Warum muss denn im Alter immer alles so engstirnig werden, ja? Mein Gott! Ja, okay, ich verstehe, dass du verletzt bist, ja? Aber ich verstehe nicht, warum man nicht einfach mal umdenken kann, ja? Also, Matthias. Sag mal, was regst du dich so auf? Was willst du überhaupt? Wo kämpfst du denn hier? Wofür ich kämpfe? Ich kämpfe für andere Lebensmodelle. Ja, bitte, ja, kämpf. Ich kämpfe für andere Formen des Zusammenlebens. Ja, aber bitte, dann kämpf nicht hier. Dann bitte geh dahin, wo du kämpfen kannst. Aber du hast mich gefragt, ja? Nein, ich habe dich nicht gefragt. Ich habe dich überhaupt nichts gefragt. Ich habe nur gefragt, weißt du Bescheid? Ich hab doch nicht gefragt, was für ein Lebensmodell du mir hier anbieten kannst. Nee, hast du nicht gefragt, ist klar. Ich suche verdammt nochmal jemanden, mit dem ich einfach mal reden kann. Ja, dann rede doch. Ach, mit dir kann man doch nicht reden. Wieso kann man mit mir nicht reden? Weil du total unempathisch bist, deshalb. Ich bin doch nicht unempathisch. Doch, das bist du. Das bist du. Du, jetzt ist gut, ja? Nein, es ist nicht gut. Es ist überhaupt nicht gut. Das wollte ich dir nämlich schon immer mal sagen. Du bist total egoistisch. Du hast kein Gefühl für andere Leute. So ist das. Warum habe ich denn kein Gefühl für andere Leute? Weil du es nicht hast. Hast du eben nicht. Hattest du noch nie. Du spinnst doch. Das hat Mama auch gesagt übrigens. Eine Simulantin. Lina, ich will einfach nur mal drüber reden, wie es mir geht. Ja, lass uns doch miteinander reden. Ich will mal drüber reden. Ich will über diese ganze Scheiße hier mal reden. Matthias, hallo. Hey. Komm. Du, ich weiß auch nicht, wie es mir geht. Weißt du, natürlich bin ich verletzt. Und der Stolz und die Ehre und keine Ahnung was. Aber ich liebe sie. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Das ist doch gut, mein Gott. Das ist doch gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ach doch. Doch, Matthias, das ist gut. Das muss aufhören. Das muss einfach aufhören. Bin ich auch so dumm. Wieso? Ich weiß auch nicht.
Matthias. Wieso bist du denn dumm? Keine Ahnung. Soll ich mich bei Tinder anmelden oder was? Ja. Pass mal auf. Wie gefällt dir dein Leben? Ja. Mein Leben? Ja, also jetzt, also davor. Also kurz davor, also wie fandest du dein Leben vorgestern? Also bevor wir uns gestritten haben. Ich war zufrieden. Also ich wusste, ich arbeite ein bisschen viel. Ich hätte mehr Zeit gebraucht. Für Katharina und für die Kinder. Aber ich war zufrieden. Ich hatte eine Aufgabe und hatte eine wunderbare Frau. Kinder, die ich liebe. Ein Zuhause. Ein Freund. Und eine Schwester, die das macht, was ich eigentlich auch gerne mal machen würde. Was du sozusagen stellvertretend für uns alle machst. Nicht ziehst in der Welt rum, machst deine verrückten Projekte. Ich war zufrieden. Matthias, komm. Hey. Oder wein. Wein ist gut. Wein einfach mal. Nein. Muss man wahrscheinlich nicht weinen, nein. Okay, also, du warst zufrieden. Okay, warst du jetzt glücklich oder zufrieden? Also, ich meine, mehr so, oder so, ja. Also, ich war zufrieden und oft dankbar. Weißt du, dass ich dachte, oh, das habe ich es gut. Und auch so ha, manchmal? Ja, gab auch so ha, Momente. So ha, ha. Gab's auch? Ja, klar. Vielleicht ein bisschen weniger ha, Momente. Weißt du, vielleicht braucht es einfach mehr Hach-Momente im Leben. Das, guck mal. Weißt du, ist vielleicht auch nicht jeder dafür geschaffen, sich ständig allem auszusetzen für die paar Hach-Momente. Weißt du, wird das alles mal einfach nicht so hochhängen. Ja, weil ich bin oft total neidisch auf dich. Also du wohnst da in deinem Haus zusammen mit deiner Traumfrau, mit deinem Sohn, deiner Tochter, einem guten Freund und das, ja, jetzt ist halt das passiert, was auch mal passieren kann. Das ist... Da muss man doch nicht so apodiktisch sein. Also nur weil man Liebe macht mit einem anderen Menschen als mit dem man zusammen ist, mit dem man sein Leben teilt, das ist doch... Ich meine, guck mal, Katharina übernimmt jede Verantwortung in eurem gemeinsamen Leben, ja? Sie übernimmt sogar Verantwortung für deine Kinder. Also ich meine, das sind ja jetzt eigentlich mehr eure Kinder, ja? Und das war ein unglaublich schwerer Schritt für sie. Ja? Das weißt du alles. Du weißt das alles. Sie hat sich damit wahnsinnig schwer getan, ihre Unabhängigkeit aufzugeben und zu dir zu ziehen.
Naja, jetzt hat sich ja ein neues Liebespaar gefunden, ne? Ja, du bist verletzt, das verstehe ich. Hast du den Eindruck, da hat sich ein neues Liebespaar gefunden? Glaubst du das wirklich? Man muss die Liebe halt wachsen. Haben ja Zeit. 9 Monate. Ja, ich weiß, du bist verletzt. Das habe ich jetzt verstanden. Ja. Wahrscheinlich. Ich bin verletzt, ja. Und ich entscheide jetzt, wie ich weiterleben will. Verträge sind aufgelöst. Was willst du denn den Kindern sagen? Katharina ist eine Zeit lang nicht da. Weiß ich nicht, ich muss nur überlegen, was ich sage. Und dann sage ich, Katharina kommt nicht mehr. Mein Gott, jetzt hörst du mal, hör doch mal auf, bitte. Jetzt sag ihnen einfach, dass... Karl und Katharina kommen nicht mehr. Die wohnen jetzt woanders. Vielleicht besuchen sie uns mal. Oder ihr besucht sie. Können wir mal sehen. Verstehe dich überhaupt nicht. Wirklich. Ich meine, du hast so gekämpft um diese Frau, ja? Du hast sogar, wenn man es genau nimmt, Susanne geheiratet, damals um Katharina vergessen zu können, als sie weggegangen ist. Ich meine, da kann man doch jetzt einfach mal, weißt du, offen sein. Ich weiß, das ist nicht nichts, mit jemandem Sex zu haben. Das ist nicht, als wenn man vielleicht mal so ein Bier zusammen trinken geht. Dann steht mehr. Sehnsucht, Gefühle. Weißt du, das ganze System, alles schwingt, alles verändert sich. Und das kann stärker werden. Und ich habe Angst. Ich habe Angst, verlassen zu werden. Ich habe Angst, allein gelassen zu werden. Verlassen zu werden. Also angenommen, dir wäre das passiert. Weißt du, ich weiß natürlich, dass es keine Sicherheit gibt im Leben. Aber jeder entscheidet doch ein bisschen, wie viel Freiheit er aushält und wie viel Sicherheit er braucht. Und Ich brauche ein bisschen mehr Sicherheit. Ich kenne doch die Wunde in mir. Ich muss doch wissen, wo meine Grenzen sind. Was habe ich dich unterbrochen? Was wolltest du sagen? Nein, du hast mich nicht unterbrochen. Ich überlege nur, also angenommen, dir wäre das passiert. Also ich meine, du hättest eine nette Kollegin und ihr hättet einen Betriebsausflug gemacht und du wärst irgendwie schwanger geworden. Also ich meine, sie wäre irgendwie schwanger geworden. Ich habe verstanden, was du meinst, ja. Ich meine, wie würdest du handeln? Was würdest du denken? Natürlich würde ich um Katharina kämpfen. Ich würde dir sagen, das hat alles nichts zu bedeuten. Ich liebe dich. Aber weißt du, die Konsequenz wäre ja auch nur, wir hätten 500 Euro weniger im Monat, weil ich Unterhalt zahlen müsste. Ja? Also, deswegen kannst du das nicht direkt vergleichen. Aber du hättest ihr das in jedem Fall erzählt. Das Kind, das hätte nicht ich. Das wäre ja bei der Mama. Ne? Also von daher, weißt du, Mann und Frau sind in dem Punkt nicht gleich. Nur Frauen bekommen Kinder. Aber du hättest ihr das in jedem Fall erzählt. Naja gut, wenn man Unterhalt zahlt, dann muss man schon irgendwie erklären, wohin das Geld fließt. Aber nein, ich hätte mir jetzt auch kein anderes Leben ausgedacht. Ich hätte, ja, das schon erzählt.
Also ich finde, das ist ein unglaublich großer Vertrauensbeweis. Was, dass sie mir das Kind nicht unterschiebt, das ist ein Vertrauensbeweis? Ja, nein, dass sie dir das sagt. Also, ja, ich weiß wenig, was jetzt, was bei Katharina jetzt los ist. Ich weiß, dass sie sich sehr freut und dass, ja, dass das auch das Leben für sie auf den Kopf stellt. Und ich glaube, dass das für sie auch gut ist und schön und richtig und erfüllend, dass sie noch ein Kind bekommt. Aber was sonst, was sie fühlt, was sonst bei ihr los ist. Oh Gott, Mensch, ich muss auf die Probe, tut mir leid. Was jetzt? Ja, auf einmal? Das gibt's doch überhaupt nicht. Was auf einmal? Ich muss arbeiten, da kann ich ja nichts dafür. Ach komm, wir haben jetzt noch nicht mal, wir wissen noch gar nicht, was wir jetzt mit Mama machen. Na, mit Mama. Ich verstehe dich überhaupt nicht, ja? Ich verstehe deinen emotionalen Haushalt überhaupt nicht mehr, ja? Also gerade bist du noch völlig fertig, ja? Weil du eine vernünftige Lösung, deine Frau ist schwanger von einem anderen Mann und jetzt willst du plötzlich eine vernünftige Lösung für die Situation deiner Mama finden, ja? Ja, ich habe viele Sorgen und das ist eine davon. Deine Mutter, also ich meine, du musst zugeben, das ist doch jetzt nicht meine Schuld. Matthias, ich muss arbeiten, das ist wie wenn du jetzt Unterricht hast, tut mir leid. Ja, wir können das doch nicht immer und immer und immer wieder aufschieben, das Thema. Aufschieben, ja. Ich weiß, aber ich verstehe einfach nicht, warum das jetzt so dringlich ist. Gut, komm, dann schreibe ich dir eine Mail, alles klar. Genau, schreib mir eine Mail, aber ich verstehe wirklich nicht, warum es jetzt so eilig hat. Sie hat den blauen Fleck. Ich kann nicht in immer kürzeren Abständen nach Kiel fahren, ich kann nicht. Matthias. Du sollst doch gar nicht in immer kürzeren Abständen nach Kiel fahren, das sollst du doch gar nicht. Also ich habe auch mal drüber nachgedacht. Ich meine, wir können dir doch einfach vorschlagen, Mama, du ziehst jetzt zu Matthias nach Frankfurt. Oh, jetzt hör doch mal auf. Pass auf, ich ziehe auch nach Frankfurt, ja? Es ist in der Mitte von Deutschland, okay? Also. Gut, okay, also sie zieht hier nicht ein, aber du kommst nach Frankfurt. Das ist gut. So machen wir es. Und also mehr Nerven habe ich im Moment auch nicht. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.